So, liebe Campingfreunde, also erster Stand hier in Halle 11. Wohnkabinen ist angesagt. Und als erstes geht es jetzt mal in eine slowenische Marke. Wie kann es anders sein? Ne? Die Slowenen, die haben es wirklich drauf mit, Wohnraum, mit Möbelbau etc. etc. Und hier ist die Firma Podlunsek. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist bekannt, die bauen Krankenwagen und so weiter. Und seit 2021 sind sie jetzt hier am Markt mit Wohnkabinen. Ne? Hier hinter mir seht ihr schon einen Ram, ne? Aber eben auch einen Ford Ranger. Es gibt zwei Grundrisse, einmal die 250er und die 280er. Und das Ganze ist aus Vollcarbon. Ne? Also das ist schon wirklich ein edles Ding. Ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal an. Ne? So, da haben wir den Ram. Ne? Kommt jetzt für einen Aki weniger in Frage. Ne? Allein vom Gewicht her ist das natürlich schon eine andere Hausnummer, logischerweise. Der wiegt auch schon ein bisschen was. Für mich kommt eher der Ford Ranger mit 1,5 Kabine in Frage. Aber eine schöne Kombination allemal. Ne? Auch ein schönes Design. Schaut euch das an. Das können die Slowenen eben. Ne? Revolux 2,8 Ultra Light. Und jetzt schaut euch hier schon die Qualität von den Fugen an. Ne? Also das ist natürlich schon sehr, sehr stabil. Es ist kein Monocoque. Es sind alles selbsttragende Elemente aus Vollcarbon. Und das sieht man dann auch gleich innen. Also wirklich vom Design her sehr, sehr, sehr edel gemacht. Ne? Sehr edles Fahrzeug. Von der Breite her. Ich blende euch mal die Maße ein. Länge, Breite, Höhe etc. etc. Wir haben hier die große Kabine, die 280er. Ja? Auch hier immer wichtig, wie wird das auf- und abgeladen. Ist immer eine wichtige Sache, aber das sieht auch alles sehr stabil aus. Hier haben wir noch ein Fach drin. Und hier sieht man auch schon das Carbon. Schaut euch das an. Außenwasseranschluss ist dabei. Warmwasser, Kaltwasser, genau. Die Absperrhähne. Und hinten dran auch dann die Nasszelle. Also sehr, sehr schön edel gemacht. Auch von unten, schaut euch das an. Alles eher edel. Also da ist wirklich von den Spaltmaßen her, von der Isolierung her, ist das schon sehr, sehr edel gemacht. Ist auch eine andere Preisklasse, ganz klarer Fall. Blende ich euch aber auch gleich mal ein. Und jetzt versuchen wir mal hier in das gute Stück reinzugehen. Ne? Wir haben die Revolux 2.8 Ultralight. Fängt an hier bei 41,5. Ne? Komplett ausgestattet. Hier mit einem Haufen Zubehör, Solarpanel, 175 Watt mit MPP-Regler. Mit dem ganzen Package 58. Also das ist schon eine andere Hausnummer. Es ist schon ja, ein stolzer Preis, aber es ist halt auch ganz klar Qualität, die für sich spricht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Wenn man schon die Türe anfasst, das ist schon eine ganz andere Haptik. Also das ist richtig massiv. Kann man nicht vergleichen jetzt mit einem Wohnmobil. Das ist eine richtig massive Türe. Also da merkt man schon, auch hier fast wie zu Hause. Dann gehen wir mal rein in das gute Stück. So, was immer wichtig ist, und natürlich auch hier ein schönes Fenster in der Aufbautüre, logischerweise. Ne? Ganz wichtig, edel gemacht. Und dann geht's los. Wir haben hier gleich am Anfang schon das erste Highlight. Und zwar das Ganze ist wintertauglich. Wir haben hier einen Doppelboden drin. Ne? So, schauen wir mal auf. Machen wir mal auf hier. Und hier kommt auch schon das Carbon, wie ihr sehen könnt. Ne? Also wir haben hier richtig einen Doppelboden drin. Richtig viel Platz und vor allen Dingen komplett isoliert und wintertauglich. Wow, coole Sache. Gleich links schon das erste Element, die Sichtoptik des Carbon. Das ist übrigens von außen auch, das hat man innen einfach nicht verkleidet, weil das einfach ein Hingucker ist. Also das ist schon sehr, sehr, sehr edel. Ne? Von den Slowenen kennt man ja schon bei Apollo immer hier auch die Typenschilder gleich. Welche Nummer das ist, welche Kabinennummer, wann es hergestellt worden ist, etc. etc. Am Eingangsbereich hier die ganzen Schalter- und Steckdosenelemente. Auch hier natürlich für die Treppenstufe, ne, schalten wir jetzt natürlich nicht ein. Wow. Was soll ich sagen? Machen wir erstmal einen kleinen Overview hier. Ein Riesentisch, der ist schon gigantisch, den kann man natürlich hier verschieben, wie man möchte. Vielleicht auch eine Alternative, einen anderen Tisch, den wo ihr kennt, wo man 360 Grad verschieben kann. Wäre natürlich auch eine Alternative.
Aber es ist natürlich hier vom Platz her in dieser 280, oh, man sitzt hier wirklich enorm gut. Es ist ja wirklich jedes Mal überraschend, wie viel Platz man in so einer Wohnkabine hat. Wir haben hier ein Querbett. Die Maße blende ich euch mal ein. Aber auch hier ist es möglich, das Ganze zu erweitern, dass es ein Längsbett wird. Da klappt man einfach wieder, wie ihr beim letzten Video gesehen habt, hier dann die Rückenlehnen hoch und dann hat man hier auch ein Längsschläferbett. Die Option gibt es auch hier. Überhaupt kein Problem. Wohnklima hier und das Bauchgefühl, das ist ja auch immer wichtig, ist hier einfach phänomenal. Man merkt einfach, designtechnisch und Möbelbau. Die Möbel werden übrigens in Slowenien gefertigt im Werk. Dort legt man ja Wert auf Qualität bezüglich den Ambulanzfahrzeugen. Und es spiegelt sich auch so ein bisschen wieder hier wieder. Wir haben zwar eine kleine Trittstufe, aber dadurch, dass das relativ groß ist, also hier hat die Akira locker Platz. Auch hier wieder, ihr seht schon hier, Doppelboden, auch wieder ein Staufach. Da bringt man wirklich, wirklich ganz viel unter. Also wirklich phänomenal. Wir haben hier einen Wefrigo-Kühlschrank, Kompressor. Blende ich euch mal ein, wie viel da reingeht, aber wirklich riesengroß. Auch die Schränke, richtig fette Scharniere dran. Ich blende euch mal das Gewicht ein von der Kabine. Dieser Möbelbau hat natürlich auch ein bisschen Gewicht, logischerweise. Da muss man dann schon aufpassen, wo liegt man dann da. Ganz klarer Fall. Hier ist ein Kleiderschrank. Und zwar ein richtiger Kleiderschrank. Schönes Fahrzeug. Gefällt mir richtig gut. So, und dann geht es weiter. Wir haben hier einmal, und jetzt haben wir, jetzt seht ihr das schon, endlich mal einen Zwei-Flammen-Kocher. Also es langt wirklich absolut. Wir brauchen keine drei Flammen. Eine große, eine kleine. Schön zum Putzen. So ähnlich wie es bei uns im Carrado ist. Einfach das Ding hier wegnehmen und dann kann man hier auch richtig putzen. Waschbecken absolut ausreichend. Da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Auch die Fensterabdeckungen hier in schwarz gehalten, perfekt zu der Carbon-Optik. Gefällt mir wirklich richtig gut. Und auch hier das Design. Also hier gibt es ja verschiedene Designelemente, verschiedene Farbkombinationen. Aber mir gefällt die Kombination mit dem Hellen und Dunklen doch schon richtig gut. Auch hier, da wird Wert drauf gelegt, dass es nicht da oben anschlägt. Zack, das fliegt da oben nicht an, sondern das bleibt kurz vor der Decke stehen und dann ist gut. Und auch beim Schließen, easy, wirklich. Der Dachhimmel hier auch nochmal isoliert mit speziellem Stoff. Also das ist wirklich eine hervorragend verarbeitete Kabine hier. In der Küche haben wir hier nochmal, jawohl, hier auch nochmal ein Schränkchen und ein paar Gewürzfächer. Aber was mir halt richtig gut gefällt, ist diese Carbon-Optik, Leute. Ist Geschmackssache, aber das ist schon edel. Ja. Wahnsinn. Gut isoliert und somit eigentlich auch im Winter machbar. Und man sieht auch schon, dass es alles sehr gut hinterlüftet ist. Hier kommt die Wärme hoch, verteilt sich im ganzen Raum und somit hat man hier immer ein wunderbares Klima. Auch im hinteren Bereich hier ist überhaupt kein Problem. Da kann man sehr, sehr, sehr gut sitzen und das probiere ich jetzt einfach mal. Selbst hier auf dem Bett habe ich noch eine unglaubliche Höhe. Ich kann hier locker sitzen. Und wenn das Ganze ein Längsbett noch ist, und dann ist das eigentlich wirklich ein Paradies hier drin. Kann man richtig gut wohnen. Aber auch als Querschläferversion wäre das kein Problem. Dadurch, dass das sehr hoch ist, das Ganze, ist das wirklich kein Problem. Mir persönlich würde auf jeden Fall die Längsschläferversion, die jetzt leider hier auf der Messe nicht ersichtlich ist, aber die gibt's, die wird mir auf jeden Fall eher zusagen. Und dann wird es passen. Also mir kann keiner sagen, dass hier zu wenig Platz ist. Das Ganze ist vergleichbar mit dem Teilintegrierten, definitiv. Es ist wirklich sehr, sehr viel Platz, weil das Ganze natürlich auch viel breiter ist, wie ein Kastenwagen zum Beispiel. Wir haben hier eine Breite, die blende ich euch mal ein. Und somit hat man hier einfach ein richtiger Tanzsaal. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einer Wohnkabine drin war, aber es ist einfach was anderes. Hier auch wieder, schön zu sehen. Überall so gelöcherte Bleche, wo die Luft schön rausströmen kann und sich verteilen kann. Und dann immer wieder diese Akzente. Auch hier die Verkleidung von dem Fenster, wirklich edel gemacht. Also ist schon eine andere Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Und das ist ein Messefahrzeug. Diese Schränke werden hier wirklich täglich hunderte Male geöffnet. Und es ist wirklich hier eine Top-Qualität, wie ihr sehen könnt. Und auch hier, wir haben hier die Option als Trenntoilette.
Natürlich gibt es das auch normal mit Chemietoilette. Das nimmt dann nicht ganz so viel Platz weg. Diese Biotoilette nimmt natürlich einen Haufen Platz weg. Wir haben zwei Auslässe dafür. Ne? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal da rein. So, und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Also hier ist auf jeden Fall nochmal ein Apothekerschränkchen, auch schön in die Kabine eingelassen. Eine Steckdose, 230 Volt. Hier zwei Lichter, einmal für außen, einmal für innen. Dann haben wir hier unser schönes Waschbecken, auch in die Kabine eingelassen. Ne? Hier schöne Ablagen. Und wenn man es nicht mehr braucht, einfach weg damit. Ne? Pam. Hier, wenn man zumacht, pam. Kein Problem. Also ich kann hier locker duschen. Schaut euch das an, wie viel Platz ich hier habe. Ich kann hier echt hammermäßig duschen. Wie also bei uns im Carrado auch. Überhaupt kein Problem. Ne? Also ist schon eine coole Sache. Ne? Also es geht auf jeden Fall locker und da hat man Platz. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, wenn man die Kabinen von außen sieht, glaubt man das nicht. Wir haben hinten eine Rückfahrkamera, natürlich auch optional. Ne? Ist wichtig bei so einem Fahrzeug, ganz klarer Fall. Hier auch die Drittstufe. Jawollo. So, dann schauen wir uns mal noch die Kleine an. Die sitzt hier auf einem Ford Ranger Doppelkabiner. Die Große übrigens hier möglich auf einem, auch nicht nur auf dem Ram, sondern hier die Große auch auf einem Ford Ranger zum Beispiel 1,5-Kabiner oder Nissan Navara oder was auch immer. Und hier die Kleine ist auf einer Doppelkabine möglich. Hier zum Beispiel der Ford Ram. Mit dem bin ich ja letztens erst gefahren. Ne? Schönes Fahrzeug. Nicht Ford Ram, Ford Ranger meine ich. Ford Ranger. Ja, und ja, ich denke mal, die nächste Zeit wird auch noch ein paar Fahrzeugvorstellungen kommen. Ich habe mich so ein bisschen in den Ranger verliebt. Vom Design her und auch vom Händlernetz her. Also der Ranger, denke ich mal, ist schon so ein bisschen mein Favorit. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die 250er Kabine an. Ne? Auch hier wieder massiv. Ne? Und das Ganze ist hier wirklich aus einem Carbonstück gefertigt. Alles im hauseigenen Werk. Die haben dort wirklich sämtliche Maschinen und den Maschinenpark, den man dazu braucht. Ne? So, und dann schauen wir mal. Revolux 2.5 Ultralight. Ne? Gehen wir mal hier ums Fahrzeug rum. Also es macht auch von vorne, schaut euch das an, es macht natürlich schon einen richtig krassen Eindruck. Ne? Also ich kann es nicht erwarten, Leute, mit so einem Teil rumzufahren. Ob das dann hier eine Revolux wird oder was anderes, das sehen wir dann noch. Ne? Aber es spitzt sich langsam zu, sage ich euch. Und die hier, die gefällt mir natürlich richtig, richtig gut. Auch hier wieder, wie man es schon gesehen hat bei der 280er, muss ich nicht mehr zeigen, die ganzen Außenstaufächer. Und hier auch wieder die Rahmenfenster. Ne? Massive Türe, kann ich immer nur wieder sagen. Das fühlt sich einfach wertig an, ist einfach so. Wir können auch hier wieder natürlich Doppelboden drinne. Die Kabine ist genau gleich wie die 280er, in der wir gerade drinne waren. Im Gegensatz zu der anderen haben wir jetzt hier eine Chemietoilette drin und ihr seht schon, es ist einfach hier auch ein bisschen geräumiger jetzt. Ne? Oder das ist gar keine Chemietoilette, das ist eine Diclesana drin. Ne? Lastig bin ich nicht so der Fan, aber die Hinterlassenschaften werden hier verschweißt und man kann die natürlich dann in jedem Abfall entsorgen. Ne? Von dem her ist es natürlich eine heikle Diskussion entstanden über die Diclesana. Ich persönlich finde es eigentlich eine coole Idee. Und ich finde einfach Plastik heutzutage nicht so prickelnd, aber da gibt es mittlerweile auch Lösungen. Ne? Das sind hier übrigens die Tüten dafür. Und dann kann man hier zwischen verschiedenen WC-Optionen wählen. Chemietoilette, Diclesana oder eben zum Beispiel auch eine Trenntoilette. Also alles möglich. Hier wird die übrigens dann eingeschaltet, ne? Die Diclesana. Probieren wir jetzt nicht aus, logischerweise. Aber auch die Duschzelle ist genauso groß wie eine 280. Auch das Schuhschränkchen hier ist da einfach ein anderes Design. Aber ansonsten ist es genau das gleiche schöne Fahrzeug. Ne? Kühlschrank
und auch ein bisschen helleres Design diesmal. Ne? Also die Schränke sind einfach ein bisschen heller jetzt. Küchenzeile ist identisch. Der einzige Unterschied, den wir jetzt hier haben, ist einfach hier, ja, die Sitzbänke sind ein kürzer. Ne? Easy. Hier haben wir wieder schön den schönen Lagunentisch, der mir ja so gefällt. Der ist überall hin schwenkbar. Das ist eine tolle Sache. Das muss ich schon bei mir drin haben, weil den kann man wirklich überall hinschwenken. Und dann hat man hier auch in der Kleinkabine hat man Platz zu zweit, locker. Ne? Klar ist es nicht so komfortabel wie in der großen, aber auch hier wieder möglich, mit den Klappen hier, mit den Rücksitzen, das Ganze wieder zu einem Längsbett zu erweitern. Und dann ist es genau identisch. Gewicht natürlich ein bisschen leichter, ich blende es euch mal ein, auch die Außenmaße. Aber es ist einfach hier qualitativ schon eine ganz andere Nummer. Und für mich ganz weit oben, was Kabinen anbelangt, preislich, muss ich mal schauen, ob das dann in mein Budget reinpasst. Aber ihr werdet das alles erfahren. Also, liebe Campingfreunde, das war mein erster Teil hier von der schönen Podlunseck Wohnkabine 280 und 250. Wir gehen jetzt weiter und schauen mal, was es noch so alles gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die bleibt auf jeden Fall mal in Erinnerung. Und Andrea wird zu uns passen. Ja, wer weiß. Schauen wir uns daheim mal genauer an. Bis gleich. I know.